Grüscher Alp ist eine Genossenschaftsalp, die mit 100 Milchkühen bewirtschaftet wird oder bestossen wird. Zusätzlich haben wir noch 20 Mutterkühe und 10 Galtekühe. Wir haben noch 40 Alpschweine hier in der Sümmerung. Wir haben im Grüscher Alp das Trier-Team. Es sind drei junge Bauern aus der Zentralschweiz. Es ist der Sender Bruno Werder, der Zusender Markus Waldis und der Adrian Werder als Hirt. Also ich bin der Adrian Werder. Mein Auftrag ist, zu den Kühen zu schauen und auch die Weideführungen und das Tierwohl gewährleistet ist. Daheim haben wir auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und schon als Kind hatte ich Freude an den Tieren und vor allem an den Kühen. Und das als Bub, seit der ersten Klasse, gehe ich immer in der Sommerferien auf die Alp. Und das hat mich irgendwie gepackt. Und ich brauche das jetzt. Hier sind wir im Heidbühl. Das ist unser Obersäß von der Grüscher Alp. Jetzt sind wir jetzt knapp auf 2000 Meter fast da. Hier hinter mir, das sind die Melkenkühe. Jetzt momentan sind es noch 77 Stück, die wir noch melken. Am Anfang waren es 97. Und jetzt 20 Stück sind jetzt schon trocken gestellt. Die sind jetzt eigentlich in die Ferien gegangen. Und dort, man sieht es jetzt nicht ganz gut durch die Wolken durch. 44 Stück sind dort. Das 23 Mutterkühe mit Kalber. Und der Rest sind jetzt Galbfee. Wir machen das so 3 Tage koppeln eigentlich, durchschnittlich. Und jetzt die steileren Weiden und die eigentlich streng zugänglichen und die weiten Weiden, das sind Tagweiden. Und die nahen Weiden so um die Hütten und so. Und die, die gut übersichtlich sind, das sind unsere Nachtweiden. Oder für uns ist wichtig, dass wir die Kühe machen können, den ganzen Tag, dass sie fressen haben, dass wir sie morgen auf die Weide treiben können und dass wir nachher Ruhe haben. Und auch gleich wieder drinnen haben. Und ich meine, heutzutage, wo man so einfach Zäune aufstellen kann, und das ist früher ist nicht anders gegangen, weil man das Material noch nicht hatte. Und ich meine, halt mit gut überlegten Zäunen, da kann man viele Probleme lösen. Also jetzt diese Saison geht auf jeden Fall sicher ringer, weil man die ganze Alp kennt. Das ist für uns ein enormer Vorteil. Man weiss die Weide, man weiss, wie die ganze Herde funktioniert. Man weiss, wie man die Kühe auf eine Seite richten kann und so. Die erste Woche, bevor die Kühe da sind, gehen wir das dritte eine Woche lang zäunen. Und nachher sind eigentlich das Untersäß und das Mittelsäß das meiste gezäunet. Das viele Zäune gibt einfach Arbeit, aber ja, Nachteil gibt es nicht gross. Höchstens, dass wir einfach eine Triebschneise müssen. Wir müssen eine Triebschneise haben, wo wir zu den verschiedenen Weiden kommen. Wenn wir eine Triebschneise probiert zu machen, geht man den Ort eigentlich anschauen und schaut, am trocknigsten Ort durchzugehen. Und wenn es natürlich feucht ist, also kann es dort auf den Boden belastet werden stark. Und dann müssen wir den Weg umgehen und umzäunen dort wieder. Früher haben sie jetzt einfach das Gebiet, wo wir jetzt hier sind, war einfach Nachtweih und in den Steinen war Tagweih. Und das System hat mir eigentlich nicht gepasst. Mir ist eigentlich nicht darum, dass wir zur Nacht hier zu oberst oben im steilsten Gebiet Kühe drin haben. Und wenn es halt nass ist, ist es auch sehr gefährlich. Das ist jetzt eigentlich so genug gross, ist die Koppel hier. Also, die ist jetzt gerade noch ideal, würde ich sagen. Da können sie sehr weit hin und her laufen. Sie können zuhinterst kehren und davor können sie sehr gut kehren. Und die können sich sehr frei bewegen. Und für uns ist es auch einfach zum Treiben. Wir können sie oben raus treiben. Auf diese Seite und dann können sie hier die Treibschneise wieder ab. Jetzt hier sind wir also auf einer typischen Nachtweide von unten rauf. Wir kommen mit den Kühen am Abend unten rauf, fressen bis zum Zaun. Und wenn sie liegen wollen, in der Nacht gehen wir auf den Boden liegen und dann können wir sie morgen alle miteinander vom Boden wegnehmen. Und wenn der Zaun jetzt nicht wäre, würde ich sie am Abend auffressen. Und wenn sie voll sind, zuoberst auf den Boden liegen. Und am Morgen wäre die halbe oben und die halbe unten. Und so hat man sofort eine Stunde mehr zum Zusammentreiben. Und jetzt haben wir das eigentlich so umgangen mit dem Zaun da durch. Wir kommen jetzt bis zum Zaun und gehen wieder runter. Und dann kann man oben an einem Tag oben rein. Und dann kann man alles miteinander wieder rausnehmen. Für die Kühe ist so eigentlich auch ringer. Die haben auch die Kühe, die nicht so gut möchten, die kommen dann auch gut das Gras über die Oberstube. Und sonst müssen sie immer unten rauf an denen, die halt besser
zu Fuss sind, vielleicht müssen sie das schlechte Gras nachfressen oder so. Eine gut genutzte Alp hat eine super Grasnarbe. Das ist jetzt zum Beispiel auch hier auf dieser Weide, haben wir jetzt, oder hier am Obersäß sowieso, da haben wir eine super Grasnarbe. Also da ist richtig eine dichte Wasser, wo so ist zwar ganz kurzes Gras, da sieht man keinen Fußtritt auf dem Wasser. Jetzt das Alperispengras jetzt da dabei, Klee, das fresst es ganz gut und bringt auch Haufen Milch. Jetzt sind wir noch sicher noch eine Woche sind wir noch da. Wenn es einen Dreck gibt oder so, dann machen wir nicht lange, dann gehen wir ins Untersäß, wieder in frische Weide. Dass wir es auch in der Milch behalten können, bis zuletzt. Jetzt hier sind wir auch am Heidbühl, am Obersäß. Jetzt hier stehe ich eigentlich in der Tagweide. Und alles hier, was man jetzt sieht, das sind Tagweiden. Die haben wir unterteilt, die sind jetzt als 5 Weiden. Weil hier ist ziemlich ein Gebiet, wo man schwierig ist, zum Kühe zu finden. Und da würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man jetzt hier Nachtweide macht. Auf jeden Fall wegen der vielen Steine, die sie hinten verstecken können und weil es nicht überblickbar ist. Und weil es halt weit ist zum Laufen und weil es sehr weit hindern können auch. Ich weiss, vor 3 Wochen, als ich hier oben war, hatte es immer noch Schnee. Und jetzt ist alles weg. Und da ist natürlich sehr milchiges Gras nachher noch, bis wir hier oben sind. Hier ist so eine Drohkette aneinander zusammengehängt. Da wird, hier unten wird der Droh gefasst, gerade hier in diesem Bach unten. Und dann geht es auf den ersten Droh. Und immer der Überlauf geht auf den nächsten Droh. Das sind 8 Dröge aneinander und die gehen bis ins Mittelsäß oben. Und darf niemand verstopft sein. Und wenn die Kette funktioniert, ist das eine super Sache. Jetzt sind wir hier auf der Gegenüberseite vom Heidbühl, auf dem Schafbüchel, in der Mutterkuhweide. Hier ist eigentlich die Weidenführung nicht so kompliziert. Also hier haben wir einfach 3 Weiden, die am Frühling oder am Anfang des Alpsommers sind sie ganz zunderst. Und nachher sind sie auch auf der anderen Seite weiter oben und dann kommen sie hier hin. Und da sind sie jetzt noch so ca. eine Woche. Und nachher sind sie bei den Milchviehweiden und dann gehen sie dort den restlichen Gras noch abfressen und nachputzen. Die Mutterkühe nehmen uns das Gras, das vielleicht nicht das ist, was die Milch bringt, und hinter die säureren Weiden. Und halt einfach das, was jetzt weit ist, oder die Weiden, die auch steil sind oder wo nicht in die Weidenplanung hineinpasst, jetzt von der Milchfee einfach. Ich bin Klaus Nickli und habe eine Funktion einfach hier im Grüscher Alp als der Wachdienstleiter. Wir haben ein gutes Team, wo wir zusammen eigentlich gut funktionieren. Jeder Bestösser hat die Aufgabe, ein gewisses Gemeinwerk zu leisten. Das heisst, pro Ramalche Kuh müssen wir jetzt hier 5 Stunden leisten und für eine Galte Kuh 3. Und das ist eigentlich die Pflichtstunde, sonst muss er die zahlen, wenn er die nicht erfüllt. Das gehört zu der Alpung. Und der Sinn und Zweck eigentlich von diesen Gemeinwerkstunden ist, dass man den Arbeiten, die die Alp prüft, auch kann gerecht werden. Sonst, wenn man das abschaffen täte, dann tut einfach die Alp verwalten oder eingehen, in dem Sinn, als der Unterhalt und so nicht mehr gewährleistet ist für einen Alpbetrieb. Wir sind jetzt hier gerade eingangs vom Kalberschwendeli, wo wir vorhin waren. Und wir haben hier den Zugang zu der Weide, die wir vorhin angeschaut haben, ist eigentlich hier fast auf so zu mit diesen Tänneli. Und jetzt, wenn man so reinschaut, ist die Begrünung jetzt eigentlich wieder hübsch zurückgekommen. Der Hirt hat Geiser hergeholt. Geiser, die gehören mir selber, die hier sind. Und mit denen versuchen wir die Verbuschung ein bisschen zu bekämpfen. Zuerst fressen sie mal sicher die Blätter von der Büsche halt. Und dann vielfach können sie die verschinden. Dann haben sie die Rinder weg. Und das ist dann eigentlich der Tod für die, für das Gestrüpp. Also am Anfang waren sie gar nicht begeistert, als wir gesagt haben, dass wir Geissen hier aufnehmen wollen. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen es aufnehmen, dass wir Gebüsch bekämpfen können. Und wir wollen es
unter den Bedingungen haben wir gesehen, dass die Geissen nicht an den Hütten zu suchen sind. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Das gibt ja... Also die Geissen, das ist ein Tier, das muss eingezäunt sein und dann funktioniert es auch mit denen. Seit wir der Mittelsassau mit dem Malchstand haben wir dort dann auf die Weide auch versucht, mit dem Mulcher Ethanol 3 bis 4 Jahre wieder nachzuübern. Früher haben sie das von Hand gerupft. Vor allem war es Erika und Heuberry und eben auch das Alpenrosen. Heute geht man nicht mehr auf die Knie und rupft die Heidelbeerstuden. Es ist der Kampf, wo man halt drin stöhnt. Aber wenn man das nicht eine Art auf sich nimmt, dann stirbt langsam auch das Herz von der Alp. Auf dem Untersass und auf dem Mittelsass haben wir einen Güllenkasten. Heute haben wir einen mutigen Fahrer, der eigentlich mit dem Transporter die Güllen fortnimmt vom Sass und nachher in die Seite auffährt und so mit der Weitwurfdüse die Türen heranspritzt. Und so haben wir jetzt heuer schon das zweite Mal gegülnet im August. Und wir werden dann im Herbst noch einmal die Kasten leeren. Jetzt auf dem Obersass, dort hat es keine Gülenkasten, die jetzt sind. Das ist eigentlich unsere Düngung, die wir so vollziehen. Also ich sehe sicher eine Zukunft vom Gmeinwerk. Einfach in dem Sinn, dass begeisterte Leute braucht, so wie wir es jetzt auch im Moment durch den Bruno haben, der Sinn ist. Das Wichtige ist, dass man Freude hat an der Bewirtschaftung eigentlich von der Alp, dass das erhalten bleibt. Man muss gerne mit diesen Leuten dort sein und man muss auch gerne mit den Leuten vom Tal zusammenarbeiten. Wenn ein Problem herum ist, dass sofort jemand zur Stelle ist. Wenn das alles stimmt, dann geht man mit Leidenschaft zur Alp. Es ist natürlich 3 Monate harte Arbeit, ohne Pause, ohne Freizeit. Und vor allem, es ist auch eine grosse Verantwortung gegenüber den Genossenschaftsmitgliedern, die ihre Tiere hier im Sommer auf der Alp haben, die natürlich auch ihr Betriebskapital sind. Das gibt man in andere Hände. Und darum ist es eben wichtig, dass man es in gute Hände gibt. Bei der Anstellung ist für uns wichtig, dass sie sicher landwirtschaftliche Erfahrung mitbringen, dass sie gewillt sind, die Ausbildung zu machen am Plantenhof für die Zennerei und dass sie nicht Angst haben vor der Größe, die so ein Alp hat. Es ist ein Muss, dass man eine Alpeinrichtung eben so konzipiert, dass die Leute einen Arbeitsplatz vorfinden, wo sie eben auch die Anforderungen und die Ansprüche erfüllen können, die man an sich stellt. Da ist man als Alpgenossenschaft und als Gemeinde sehr stark gefordert. Der Melkstand war für uns natürlich eine gute Investition. Wir haben diesen Weg eine bessere Weidebewirtschaftung und wir haben kürzere Treibwege. Wir haben 4,5 Tonnen Käse im Käskeller hier, die lagert. Produziert haben wir bereits mehr, es sind schon 1,5 Tonnen raus. In den 3 Sommern, die ich hier arbeite, ist das beste Resultat zu dieser Zeit. Man kann sagen, es ist von vornherein schon einen Monat vor Abschluss, eigentlich, dass das ein guter Sommer wird.